Ja, liebe Freundinnen und Freunde, nach dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts brauchen wir gute Lösungen und wir brauchen vor allem verantwortungsvolle Lösungen. Was aber die Union, insbesondere Friedrich Merz, im Moment da macht, ist genau das Gegenteil. Er will einfach mal schnell beim Bürgergeld und bei der Kindergrundsicherung sparen. Das ist verantwortungslos. Mehr noch, mit diesem Vorschlag zündelt die Union, sie spaltet die Gesellschaft auf dem Rücken der Menschen, die Unterstützung brauchen, die arm sind, die wenig verdienen. Und das geht gar nicht. Bei Bürgergeld kann im Übrigen auch gar nicht gespart werden, weil ein anderes Bundesverfassungsgerichtsurteil sehr deutlich formuliert hat, dass allen Menschen, und zwar unabhängig von ihrer Nationalität, ein soziokulturelles Existenzminimum in Deutschland zusteht. Und das sollte Friedrich Merz endlich mal zur Kenntnis nehmen. Und außerdem hat die Union auch das Bürgergeld und seinen Anpassungsmechanismus mit zugestimmt. Und auch das kann die Union nicht einfach ignorieren. Verantwortungsvolle, ernstzunehmende Politik sieht anders aus. Die Union behauptet in diesem Zusammenhang auch wieder, und das ärgert mich, dass wir erwerbslose Menschen mit dem Bürgergeld besser stellen als Menschen, die arbeiten. Ich habe das Bürgergeld mitverhandelt und ich kann euch deshalb sehr deutlich sagen, das ist falsch, das sind Fake News und lasst euch bitte durch diese Kampagne nicht kirre machen. Menschen, die arbeiten, haben natürlich mehr Geld fürs Leben als Menschen, die lange arbeitslos sind. Familien bekommen Kindergeld. Wenn sie nur wenig verdienen, bekommen sie auch noch Wohngeld und Kinderzuschlag. Wer arbeitet, bekommt also Leistungen zusätzlich zum Einkommen. Beim Bürgergeld ist das alles eingerechnet. Und außerdem haben Familien, die nur wenig Einkommen haben, auch Anspruch auf Bürgergeld. Wer arbeitet, hat dann Lohn und ergänzendes Bürgergeld. Und damit wird deutlich, Arbeit lohnt sich immer. Und diese Logik, die gab es schon bei Hartz IV und die gibt es jetzt auch beim Bürgergeld. Und wer das alles bewusst, wie Friedrich Merz, ausblendet und verschweigt und dann auch zusätzlich eine Arbeitspflicht fordert, argumentiert völlig unseriös. Merz spielt die Menschen mit kleinen Einkommen gegen Menschen, gegen Erwerbslose aus. Er heizt die Stimmung in der Gesellschaft an. Das ist billiger Populismus und das dürfen wir Friedrich Merz und seine Union nicht durchgehen lassen. Und Omni hat es vorhin total toll gesagt, wir brauchen mehr Herz statt Schmerz. Vielen Dank.